Hi, hi, willkommen bei Bionka Community Talk auf dem diesjährigen Kongress. Schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns sehr, dass ihr einschaltet. Wir freuen uns auch sehr, dass die XI-Lichtungsbühne uns den Platz gegeben hat dieses Jahr. Dann begrüße ich mal alle, die hier sind und stelle uns vor. Ich bin Philipp, ich arbeite bei der Open Knowledge Foundation in Berlin und im Projekt Jugend Hack. Bin also einer aus dem Team der Festangestellten, die sich darum kümmern. Und mache da alles, was mit Kommunikation zu tun hat. Und bin sozusagen, habe den Hut auf, da einer der Festangestellten zu sein. Und dann haben wir noch Liv da. Genau. Hi, ich bin Liv. Ich habe seit 2019 bei Jugend Hack mitgemacht als Teilnehmerin und bin dann immer mehr in so eine Moderationsrolle gerutscht und habe auch ein paar von diesen Community Talks moderiert. Und auch zuletzt das Berliner Event. Und bin jetzt dann Mentorin. Genau, und dann gibt es noch Janik. Hi, ich bin von Node in Frankfurt und habe da das letzte Jugendtakt mit organisiert und komme aber ursprünglich zu Jugendtakt auch als Teilnehmer und war jetzt dieses Jahr auch in Berlin Mentor. Da sehen wir schon an der Zusammenstellung, dass es auf viele Schultern verteilt wird und es auch da verschiedene sozusagen Blasen gibt, die sich überschneiden. Wir wollten euch am Anfang kurz noch mal erzählen, wie Jugendtakt funktioniert, was es eigentlich ist. Es gibt seit 2013, ist gestartet als ein Hackathon in Berlin. Die Tagline ist mit Code die Welt verbessern. Das heißt, bei diesen vielen Programmen, die sich darum kümmern, Jugendliche, in dem Fall ist die Zielgruppe 12 bis 18 Jahre, mit Code und Programmieren und Begeisterung dafür zusammenzubringen, sind wir vielleicht das Programm auf dem Markt, würde ich so sagen, das am nächsten so an CCC dran ist und der ganzen HackerInnen-Ethik. Getragen wird es von zwei Vereinen in Berlin, Open Knowledge Foundation und Mediale Pfade. Und dann hat sich das so diversifiziert und über Deutschland, Österreich, Schweiz verbreitet. Das heißt, da gibt es viele lokale PartnerInnen, Vereine, andere Träger, die dann Events veranstalten in anderen Orten und jetzt seit zwei Jahren auch die Labs. Das ist so eine Art dauerhafte Jugendarbeit in verschiedenen Einrichtungen, wo dann immer kleine Jugendhack-Workshops stattfinden. Das heißt, der eine gut, die eine Blase ist sozusagen die Koordination hier aus Berlin, aber dann gibt es da verschiedene lokale PartnerInnen. Da kann Janik ja mal was zu sagen, weil du bist ja in dem Fall in Frankfurt Orga. Ja genau, also wir organisieren dann vor Ort das Event, organisieren eine Location und besprechen alles mit den Mentoren, die der nächste wichtige Teil sind und gucken, dass wir an genügend Anmeldungen kommen und da werden wir natürlich dann auch von Berlin immer bei allem unterstützt. Aber je nachdem, wie viel Kapazitäten hat, machen die Organisationen vor Ort dann doch auch schon ziemlich viel. Genau, und die meisten machen halt sehr viele verschiedene Sachen und halt ein Teil ist dann irgendwie Jugendtakt und das gibt es dann in Frankfurt, in München, in Linz, sehr divers. Und genau. Will ich immer erzählen, was Mentorinnen so machen. Perfekt. Genau, und auch nochmal aus TeilnehmerInnen-Perspektive, also wie das Wochenende abläuft. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es bald wieder in Präsenz stattfinden kann. Dieses Jahr gab es leider nur drei Präsenzveranstaltungen. Aber an sich funktioniert es so, dass am Freitag alle anreisen und es sind meistens, so würde ich sagen, zwischen 20 und 50 Jugendlichen, sowas um den Dreh. Und dann gibt es immer, gibt es irgendwie Input. Meistens gibt es ja auch ein Jahresthema. Dieses Jahr war das Was kommt danach? Da redet ja Philipp auch noch im nächsten Talk darüber. Und dann geht es so ein bisschen einfach erstmal kennenlernen. Dann gibt es Freitagabend immer Pizza. Das ist so ein bisschen Tradition. Und dann Brainstorming. Und das Motto, das generelle Motto ist ja auch mit Code die Welt verbessern. Und deshalb ist es auch immer total wichtig, dass es irgendwie Themenräume gibt, wo man sich damit auseinandersetzt, wie genau man damit die Welt verbessern kann. Also gibt es zum Beispiel immer einen Themenraum, der, weiß ich nicht, sich auf die Umwelt spezialisiert oder sowas. Und dort werden dann erstmal ganz locker Ideen gefunden. Und dann den Samstag über geht es los mit dem Programmieren, wo man aber auch zwischendurch selber so kleine Inputs geben kann. Und ich finde, das war immer total schön, dass man sich fühlt sich so gehört. Es ist nicht so ein Standard-Hackathon, wo man so das Gefühl hat, man muss sowas rauspumpen. Es ist einfach eine sehr angenehme Atmosphäre. Und dann Sonntag werden oft dann, wenn es Corona zulässt, die Eltern eingeladen zu einer Präsentation. Die wird dann ja auch immer gelivestreamt. Es ist einfach alles in allem so ein sehr
schön vollgepacktes Wochenende mit meistens relativ wenig Schlaf und meistens relativ viel Mathe. Genau, aber nur nochmal so, das ist so, es gibt den offiziellen Teil und es gibt dann natürlich auch, wie dann das Event selber aussieht. Und das ist immer sehr schön. Und wir hoffen natürlich, dass ich nächstes Jahr wieder vermehrt in Präsenz stattfinden kann. Ja, du hast gerade schon erwähnt, du kennst ja zwei Rollen, ne, wo wir sagen, da gibt es die Orga-Teams und es gibt die TeilnehmerInnen, die dann sozusagen zu den Events kommen. Und dann gibt es natürlich die MentorInnen. Also das ist sozusagen, kann man sagen, unser größtes Asset oder so, weil da sind auch viele Leute, die im CCC aktiv sind oder in einem RFA oder auch irgendwie von einer anderen Ecke kommen, weil Jugendhack besteht aus sehr viel freiwilliger Arbeit. Denn wenn dann nicht einmal sozusagen das Event oder das Lab sozusagen organisiert ist, sprich, da gibt es einen Raum, da findet was statt, es gibt ein Programm und dann kommen die Jugendlichen, dann brauchst du ganz viele Menschen, die diese Jugendlichen begleiten mit ihren Projekten und mit Antworten und mit ja vielleicht auch eher den richtigen Fragen. Ne? Liv, du bist ja jetzt so ein bisschen von der Teilnehmerin auch, warst du jetzt schon Mentorin? Nee, ne? Nicht so richtig. Nee, aber und Yannick, du, wie war das bei dir? Ich war schon Mentor in Berlin. Das heißt, du hast alle Hüte bereits jetzt aufgehabt, oder? Ja. Kannst du also, ja vielleicht noch mal kurz sagen, wie das abläuft? Die Mentorarbeit, ja. Also die Mentorarbeit ist halt sehr, dass man guckt halt immer, was brauchen die Teilnehmenden, wo brauchen sie Unterstützung, sowohl irgendwie im, wie organisiert sich die Gruppe, wie arbeiten sie zusammen, wie noch beim Brainstorming irgendwie unterstützendes, die Ideenfindung funktioniert, dass es allen gut geht und so. Aber halt auch irgendwie dann, wenn es technisch wird, kann man da auch ein bisschen helfen. Ganz wichtig ist dabei immer, dass die Tastatur ist Lava, das heißt, als Mentor geht man nicht an die Tastatur, sondern man erklärt den Teilnehmenden, wie es geht oder noch besser, wie sie selber herausfinden, wie es geht, sodass es dann nicht so ist, dass man nur bei dem Jugendhack-Event was gelernt hat oder da was umsetzen kann, sondern dann auch zu Hause an dem Projekt oder an anderen Projekten weiterarbeiten kann. Genau, ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist auch noch, dass man als Person, die so in dieser Mentorrolle steckt, gar nicht programmieren muss. Also, oder als programmieren können muss, sondern ehrlich gesagt, die Gruppen, in denen ich meistens war, war es eher so, dass wir Leute brauchen, die gesagt haben, steht doch mal auf, geht mal raus, sprecht mal mit anderen Leuten, macht doch mal eine Pause. Oder Design ist auch mal total hilfreich. Also ich glaube, falls Leute gerade zuhören, die so denken, das ist ja eigentlich schon ein cooles Programm, das würde ich gerne unterstützen. Schon, das können die meisten programmieren. Aber falls jemand so denkt, irgendwie doch nicht so das, was ich da machen will, es werden, glaube ich, also es gibt die komplette Bandbreite von Leuten, die gesucht werden. Das finde ich auch eigentlich auch so schön. Dass es, man findet immer mal Leute, die irgendwie gar nicht programmieren können. Dann kann man denen ein bisschen was so auch als teilnehmende Person erklären. Und dann gibt es natürlich auch irgendwie Leute, die seit, weiß ich nicht, 30 Jahren ihre eigene IT-Firma haben. Aber ich finde, das ist immer so total schön, dass genauso wie so das TeilnehmerInnenfeld sehr divers ist, ist auch so das MentorInnenfeld sehr divers. Ja. Genau. Ich glaube, was bestimmt für also junge Leute wichtig ist oder Leute, die sich überlegen, mal teilzunehmen, ist auch als Teilnehmer braucht man keine großen Vorkenntnisse. Also es ist einfach wichtig, dass man Interesse hat und Lust hat, was zu lernen, Lust hat, mit anderen Leuten gemeinsam was zu erarbeiten. Aber es ist nicht wichtig, dass man jetzt schon das große Open-Source-Projekt macht oder irgendwelche anderen Sachen, schon Informatikunterricht hatte oder so. Es ist einfach nur wichtig, dass man motiviert ist und dann kann man da gut mitmachen. Und es ist auch so, dass es das ist meistens nichts oder nur sehr wenig kostet und deswegen ist eigentlich die Einstiegshürde relativ niedrig und immer, man freut sich immer über neue Leute. Sowohl als Teilnehmer als auch als Mentor. Ja. Wir können also zusammenfassen, ich blende jetzt auch mal schamlos unsere Internetadresse ein. Jugendhackt richtet sich an Jugendliche von 12 bis 18. Das heißt, wenn ihr in dem Alter seid, könnt ihr gerne vorbeikommen. Die Events für nächstes Jahr stehen noch nicht fest, aber das kommt dann nach und nach auf der Webseite und Social Media dies, das. Die Labs, da können wir auch noch gleich mehr zu sagen, machen eigentlich dauerhaft Programm, aber halt auch nur in einigen Orten. Wenn ihr Eltern seid oder LehrerInnen oder irgendwie sowas, dann sagt es den jungen Leuten in eurem Umfeld. Wenn ihr Bock habt, Mentoring zu machen, dann seid ihr sehr willkommen. Wenn ihr, da greife ich jetzt auch vor, Bock habt, ein Lab in eurer eigenen Stadt zu eröffnen, dann finden wir das auch interessant. Wenn ihr sozusagen das nur gut findet, aber nichts, keine Zeit oder keine Skills habt, dann freuen wir uns sehr über Spenden, denn wir sind, wie das so ist bei NGOs und sozusagen den guten Dingen im Leben, nicht von irgendwem durchgängig finanziert, sondern suchen uns
Jahr für Jahr Finanzierung, Förderung, Sponsorings zusammen und leben also auch davon, dass wir Spenden bekommen. Das ist so ein bisschen die vielen Arten, wie Jugendakt ja, bei euch irgendwie angedockt werden könnte, hier zu Hause. Ja, und ich glaube, 2021 war auch für Jugendakt wieder so ein ganz, wahrscheinlich nicht für alle, irgendwie so ein ganz, ganz anderes Jahr, wie man sich es eigentlich vorgestellt hat. Also ich glaube, nach 2020, wo dann alles online war, dachten wir dann so, ach ja, jetzt geht's wieder los mit den Vorort-Events. Und ich glaube, es war auch so allgemein bekannt, dass irgendwie die Stimmung ein bisschen nachgelassen hat. Irgendwie hatte dann doch nicht mehr alle Lust, irgendwie nur vor dem Computer zu hocken, weil man ja vor allem auch mit Online-Unterricht irgendwie die ganze Zeit gemacht hat. Also ich glaube, es war ein bisschen Enttäuschung dabei. Aber es sind ja trotzdem viele Dinge passiert. Also eigentlich haben ihr, ja vor allem das Berliner Team, aber auch die einzelnen Städte-Orga, das total gut geschafft, das Jahr trotzdem irgendwie mit diesem Tech-Spirit zu füllen. Das fand ich, das war sehr schön. Das ist nicht untergegangen. Ist vielleicht manchmal wäre es schöner gewesen, wenn alles vor Ort gewesen wäre. Aber zum Glück hatten wir ja trotzdem 3 Vor-Ort-Events. Genau, vielleicht können wir einfach mal so ein bisschen drüber reden, was so dieses Jahr so passiert ist und danach so einen Ausblick auf das nächste Jahr geben, was wir da so erwarten. Wahrscheinlich erwarten wir wieder Vor-Ort-Events und dann sitzen wir hier in einem Jahr wieder und sagen, oh, 2022 war so ein enttäuschendes Jahr. Aber wir müssen ja nicht immer so beschwören. Genau, es gab ja auch 3 Events in der Alpaka World. Darunter war ja auch Frankfurt. Janik, kannst du dazu mal was erklären, was die Alpaka World ist und wie man da in Hackathon machen kann? Ja, kann ich gerne machen. Also die Alpaka World ist ein Rock Adventure, genauso wie die RC3 World, aber halt nur für Jugendhack-Events oder für einfach auch sich mit Leuten von Jugendhack treffen. Die läuft beim Verstehbahnhof und genau, dann haben wir immer die einzelnen Events, eine eigene Karte entwickelt extra für das Event, wo dann das ganze Event auch stattgefunden hat. Dann gab es halt oft irgendwie eine Bühne, wo dann so die gemeinsamen Dinge gemacht werden. Da gab es, also in Frankfurt war es jetzt so, dass wir so verschiedene Inseln hatten, wo man dann in die Gruppenarbeit gehen konnten. Ich glaube, Köln hatte ein Raumschiff, wo es verschiedene Räume gab und man in die Gruppenarbeit gehen konnte und so. Also dass dann sozusagen so ein Ort erschaffen wurde, an dem alle gemeinsam arbeiten können und man auch sieht, wer jetzt gerade wo ist, wer mit wem was bespricht. Das hat, glaube ich, eigentlich ziemlich gut funktioniert. Die meisten Teilnehmenden hatten auch keine größeren technischen Probleme, wenn schon die MentorInnen. Und das war, glaube ich, eigentlich relativ erfolgreich. Und das war natürlich auch inspiriert vom letzten RC3, wo es ja auch diese Work-Adventure-Welt gab. Total. Also das ist auch noch eine Sache, da kann ich gleich mal Werbung machen. Um 15 Uhr mache ich ja gleich weiter mit dem nächsten Talk. Da ist Sandra dabei. Da geht es auch nochmal um die Alpaka-Welt. Das ist tatsächlich so, Liv, du hast gesagt, wir haben ja 2020 versucht, irgendwie die Events sind ausgefallen. Wie haben sie denn in irgendwelchen Jitsis und Big Blue Buttons gemacht? Und irgendwie waren am Ende irgendwie ja alle wirklich so ein bisschen, niemand hätte mehr Bock auf Videokonferenzen. Und dann war genau vor einem Jahr dieser Kongress für uns natürlich auch so ein Wow, das ist ja richtig spannend, so mit dieser Work-Adventure-Welt. Können wir das auch machen? Und dann, das hat dann auch mit dem Projekt zu tun, was ich dann gleich mit Sandra noch vorstelle. Dann hat vor allen Dingen Hanno, super Orga und Mentor aus Hamburg, der sich total reingefuchst hat in die Work Adventure, nicht nur Programmierung, sondern auch ins Pixeln, der hat angefangen, da diese Welten zu bauen. Ne? Und dann, richtig schon gesagt, gehostet halt bei Daniel Dunkelberg im Verstehbahnhof, im Serverraum. Das heißt sozusagen, verschiedene Leute aus der Community, aus der Alpaka-Welt, könnte man so sagen, haben dann da zusammengearbeitet, haben gesagt, hier für 2021 wollen wir aber irgendwie Events und Workshops in irgendeinem besseren Raum stattfinden lassen. Das ist noch nicht so, also das sehen wir alle, ne? In echt wäre geiler, aber es ist irgendwie eine schöne Möglichkeit. Und deshalb hatte ich auch den Eindruck, dass diese Online-Events, die ja stattgefunden haben dieses Jahr in Frankfurt, Köln und in Hamburg, besser liefen als reine Videocalls, weil man da immerhin so ein bisschen rumlaufen konnte und ein Gefühl dafür hatte, dass da andere Menschen sind. Und ich glaube, das Wichtige an Jugendhack ist ja auch wirklich immer so das Gefühl. Also ich glaube, Jugendhack hat ja schon immer so ein besonderes Gefühl, wenn man da hingeht. Also ich finde, das ist auch ein bisschen schwierig, das jetzt so überzubringen, wenn man da vielleicht noch gar nicht da war. Aber es ist einfach immer eine sehr, sehr schöne Atmosphäre und ich glaube, das hat auch einfach viel gefehlt. Und das fand ich vor allem dieses Jahr in Berlin
so bei dem allerersten Jugendhack-Event wieder seid ihr mir wirklich. Was denn, wir haben es bei der Moderation gesagt, wie viele Tage waren es? 500? Ja, schon wieder vergessen. Ich weiß auch nicht mehr. Aber wir hatten es mal. Ich finde, das war total schön, einfach so alle wiederzusehen. Und ich finde, das war so was ganz, ganz Besonderes. Und ich glaube, die Attacke-Roll konnte schon ein bisschen näher dran als nur Jitsi-Räume. Aber ich finde, da war wirklich Berlin dieses Jahr so als allererstes Event wirklich total schön, dass ich TeilnehmerInnen wiedersehen konnten, MentorInnen. Genau, natürlich haben wir auch sehr auf die ganzen Hygienevorkehrungen geachtet, aber ich finde, das war trotzdem ein sehr, sehr schönes Event. Also wir haben es geschafft, so drei Events im Oktober irgendwie so reinzudrehen. Im Nachhinein ist es ja auch merkwürdig. Ich glaube, Sachen im Frühjahr, wo die Inzidenzen niedriger waren, haben dann nicht stattgefunden, aber dann im Herbst, kurz bevor es wirklich schlimm wurde, dann wieder doch. Also es ist ja auch, deshalb spricht mich auch das Kongressmotto eigentlich auch immer sehr an jetzt hier. Wir sind ja hier nowhere, now here. Also wir planen immer so viele Dinge und wenn wir Pech haben, dann sind sie halt nowhere, weil es sind halt einfach dann auch einfach Sachen ausgefallen, wo dann klar war, das geht einfach nicht. Ne? Und da dann now here nach dem Motto, ja okay, eigentlich wollten wir da sein, aber jetzt sind wir halt hier. Und ja, wie du schon sagst, also gerade das Berliner Event habe ich ja auch mit vorbereitet, Liv und ich haben es beide moderiert, hat uns eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Ja. Janik, ich wollte dich nochmal fragen, wie da waren wir eben, sind wir dann nur, haben wir das nur gestreift. Du hast es ja in Frankfurt mit vorbereitet. Und wie ist es denn so? Ihr habt, glaube ich, auch andere Events nur online gemacht, ne? Nicht nur Jugendhakt, oder? Oder war das auch so ein Hybrid vor Ort? Oder also wie ist es sozusagen mit Events bei Corona machen? Also wir haben das Jugendhack-Event ja komplett online gemacht, wobei wir als Orga vor Ort waren. Und ansonsten war das ja mein erstes Jugendhack, was ich mit organisiert habe. Das heißt, ich habe nicht wirklich den Vergleich zu einem Präsenz-Jugendhack. Wir haben jetzt nochmal so ein dezentrales Festival, so Digital Welten-Festival. Ist ein anderes Format, aber hat auch gewisse Ähnlichkeiten organisiert. Und das war schon einfach was ganz anderes, weil man hat natürlich dann schon so ein bisschen mehr so das Feeling, wenn man vor Ort ist in einem Raum mit allen Teilnehmenden. Und dann halt irgendwie hat man auch besser, man merkt so, was die verschiedenen Leute machen. Das ist natürlich, wenn das so digital ist, immer ein bisschen schwierig, aber wir hatten dann halt auch immer irgendwelche so Mentoren-Treffen, wo man dann halt aus allen Gruppen doch noch was mitbekommen hat und war schon sehr cool zu sehen, dass dann in allen Gruppen was passiert ist und dass das eigentlich ganz gut funktioniert hat. Ich vor hätte allem, jetzt... Sorry. Du darfst gerne reden. Ich würde dann, ich habe noch andere Ideen oder andere Sachen außer die Events, über die ich reden sollte, aber wir können auch noch über die Events reden, wenn du noch mehr hast. Ich fand vor allem, was dieses Jahr also für mich so besonders war, also ich war in Berlin und in München dabei und ich fand, dass vor allem die Projekte sehr gut waren und ich habe das Gefühl, dass sich so ein bisschen das alles aufgestaut hat und dann musste es jetzt alles mal raus, so die ganzen tollen Projektideen, die sich irgendwie über anderthalb Jahre angesammelt haben, wo vielleicht alle so dachten, so, es ist ein bisschen schade, das jetzt bei so einem Online-Hackathon zu machen. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass es sehr, sehr coole Projekte waren. Also es gibt natürlich immer coole Projekte, aber ich finde zum Beispiel, was vor allem herausgestochen ist, dass in Berlin gab es eine Gruppe, die hat offenen Daten, die es als, ich glaube, das war als Bild, so ganz erinnere ich mich auch nicht mehr, zu so Lärm. Und die haben die als Bild bekommen und haben dann die durchschnittliche Pixelfarbe berechnet, um daraus dann zu gucken, wie laut es ist. Also wirklich so der Inbegriff des Hackens irgendwie. Das fand ich, das war sehr cool. Und da dachte ich so, ja, ich glaube, es ist auch wirklich Zeit, dass es mal wieder vor Ort Events gibt. Und ich finde, das hat dieses Jahr so besonders gemacht, vor allem, dass es so coole Projekte gab. Und in München gab es auch einfach sehr viele coole Projekte. An Neckar kann ich nichts mehr sagen, aber ich würde mal davon ausgehen, dass es auch so war. Ich glaube, das hat bestimmt auch was damit zu tun, dass natürlich so Brainstorming, wenn man physisch beieinander sitzt, noch besser funktioniert, weil man sich viel mehr so schnell mal Ideen hin und her werfen kann, als wenn man, also wir in Frankfurt hatten dann so Excalibur, da kann man auch cool irgendwie brainstormen, aber es ist halt was ganz anderes, wenn man nebeneinander sitzt. Ja, stimmt. Total. Ich wollte auch hinweisen, weil Jugendhakt ist immer so ein bisschen lange synonym gewesen halt mit diesen Events, diesen Hackathons. Das ist jetzt auch so eine Sache, als das 2013 anfing, war das noch so, glaube ich, die Lösung für alles. Inzwischen ist es ja auch so ein Format, was
ja, was auch kritikwürdig ist, wenn es sozusagen in der Industrie eingesetzt wird, oft auch schnell, um Ideen zu sammeln von irgendwelchen Leuten, die da im Wesentlichen in einem Wochenende dir umsonst Ideen liefern, die du als Firma dann verkaufen kannst später, und dann machst du halt einen Preis über $10,000 oder so und hast halt deutlich weniger bezahlt, als hättest du halt irgendwie eine Beratungsagentur oder eine IT-Agentur beauftragt, dir dein neues Ding auszudenken, ne? Jugendhakt hat sich ja damals so dieses Format genommen, weil es total in war, hat dann so ein bisschen die, also es gibt keine Preisgelder, es gibt auch keine Preise mehr, am Anfang gab es die noch, war dann irgendwie auch irgendwie die Idee, das ist ja vielleicht ein bisschen doof, wenn irgendwie ein Projekt als geil ausgezeichnet wird und das andere nichts kriegt. Und ich finde das Format aber immer sehr gut, um sozusagen in einer kurzen Zeit mit Leuten, die man vielleicht kennt und noch nicht kennt, irgendwie zu einem Ergebnis zu kommen. Und wir machen das ja auch nicht, um irgendwie, das ist ja nicht kommerziell, es geht ja eher so ein bisschen, so die wahre Freundschaft war, nee, wie war das, der wahre Preis, der wahre Gewinn, der Schatz war die Sachen, die wir sozusagen unterwegs erlebt haben. Und ich glaube, so ist das auch bei Jugendhakt, ne, auf diesen Hackathons. Genau, und jetzt, also das hast du ja gerade schon ein bisschen angedeutet, es sind ja nicht nur diese Hackathons, sondern es gibt jetzt ja auch die Labs. Und das ist ja auch was Großes, das dieses Jahr dazugekommen ist. Also ich weiß gar nicht, wie viele waren es? 10 oder so? Ja, ich habe sogar noch eine Karte hier gefunden aus einem alten Talk, die ich nicht rausgelöscht habe, deshalb kann ich die einfach mal einblenden. wir haben mit 2 angefangen von diesen Labs. Also die Idee war irgendwie, einmal im Jahr ist zu wenig. Es wäre geil, wenn es Jugendhakt auch so ein bisschen an verschiedenen Orten dauerhaft gibt. Dauerhaft heißt jetzt nicht 24-7, sondern im Wesentlichen das, was machbar ist, so ungefähr alle 2 Wochen, manchmal auch jede Woche so eine Art Angebot zu machen, wie so eine Jugendarbeit, aber halt mit Jugendhakt drin. Ne? Und dann haben wir vor 2 Jahren mit Heidelberg und Ulm und Fürstenberg, Entschuldigung, so viele sind es geworden, angefangen. Unsere Piloten haben wir die genannt, haben das Konzept ausprobiert und sind dann dieses Jahr nochmal gewachsen. Das heißt, da seht ihr so ein bisschen, es geht von Südwesten nach Nordosten. Dafür gibt es einige Regionen, die noch leer sind. Aber das sind die Labs. Und ja, da arbeiten wir auch mit ganz vielen tollen Leuten zusammen, die das jetzt vor Ort machen. Das heißt, die einfach dann auch ungefähr alle 2 Wochen einladen zu einem Workshop, zu einem offenen Hackabend, wo man dann an eigenen Projekten arbeiten kann oder halt ganz konkret mal was lernen kann, ob das jetzt 3D-Druck ist oder Python für EinsteigerInnen oder sowas. Ne? Und genau, ich finde das schwierig jetzt immer. Wir hatten uns das so aufgeteilt, wir erzählen, was war, und dann erzählen wir demnächst, was ist. Aber irgendwie gehört das ja zusammen. Das heißt, das soll auch nochmal nächstes Jahr ein bisschen wachsen. Da haben wir tatsächlich eine Förderung von der Deutschen Bahn Stiftung. Und dann wollen wir nächstes Jahr noch mehr Labs haben. Und dann auch nochmal ein bisschen natürlich drauf gucken, dass die leeren Stellen auf dem Plan gefüllt werden. Und es ist natürlich klar, mit der Zielgruppe bringt es auch nichts, wenn du 3 Orte weiter bist, weil eventuell kommst du gar nicht hin. Also eigentlich wäre es natürlich geil, überall Jugendhakt zu haben. Das ist halt nicht so wie ein Event, wo man dann vielleicht auch mal von seinem Dorf aus nach Berlin oder Hamburg fährt, sondern das ist ja so eine Jugendarbeit, aber wir versuchen das einfach so ein bisschen zu streuen. Und es gibt ja auch, wir hatten auch im Vorgespräch darüber geredet, ganz viele andere tolle Geschichten. Das heißt, Gruppen, die auch tolle Sachen machen für Jugendliche, die auch irgendwie sich mit dem CCC auskennen. Es muss ja nicht überall immer Jugendhakt draufstehen. Also Chaos macht Schule, macht tolle Sachen. Viele Erfas haben tolle Jugendarbeit, Junghacker-Tag hier und da. Und aber ich glaube, es kommt alles sozusagen vom selben Ort, nämlich dem Wissen, dass es relativ wichtig ist, dass da immer nachwachsende Generationen da sind. Und der Eindruck bei mir, ich bin tatsächlich jetzt auch schon länger so als Besucher und Beobachter und manchmal auch Speaker beim Kongress, dass sich das schon ausgetauscht hat. Also die Leute, die ich da auf dem Kongress vor 15 Jahren gesehen habe, die das dann eröffnen, inzwischen sind es jüngere und andere Leute. Und deshalb habe ich auch schon so den Eindruck, das gehört alles zu so einem Ökosystem dazu, dass man dann neue, nachwachsende, spannende Menschen da hat. Das hat mich also auch sehr gefreut, zum Beispiel, dass Lilith von Zerforschung das eröffnet hat hier. Genau. Ja, ich glaube, für mich und Janik war das ja auch aufregend, weil wir sind beide so aus Jugendhakt rausgewachsen. Also es ist ja immer, man darf noch bis 18 mitmachen und dann waren wir beide dieses Jahr irgendwie zu alt und dann war Corona und das war irgendwie, und ich glaube, da haben wir uns viel so gefragt, so, und jetzt? So, Jugendhakt war wirklich auch für uns wirklich was, was wir
damit sie viel Zeit investiert haben und irgendwie mal gerne hingefahren sind. Ich glaube, als ich das erste Mal dabei war, ist mir nicht gefallen, dass ich mich direkt 2 Wochen später war das nächste Event. Und da hatte ich natürlich eigentlich schon die Anmeldefrist verpasst. Und dann habe ich irgendwie noch eine E-Mail geschrieben, ob ich nicht doch noch bitte kommen darf. Und ich glaube, das war jetzt für uns schon so was total Wichtiges. Und dann haben sie uns irgendwie so gefragt, so ja, und jetzt? Was kommt danach? Und ich glaube, das war ja auch was, wo wir reden wollten, so wie kann man eben halt noch mitgestalten? Einerseits als teilnehmende Person, aber was kann ich auch machen, wenn ich zu alt bin? Und ich glaube, es gibt zwar für so TeilnehmerInnen ein zu alt, aber es gibt ja kein zu alt für diesen Tech-Bubble. Also da kann man ja immer drin bleiben. Genau, und da hatten wir ja zum Beispiel dieses Jahr ein Netzwerktreffen, wo dann ja auch nochmal alles verbunden wurde, wo die Labs waren, wo die Event-Orgas waren, wo ihr als Berliner Team wart und wo aber ja dieses Mal ja auch zum ersten Mal MentorInnen eingeladen wurden, wo wir ja einfach so ein bisschen darüber geredet haben, was ist Jugendtag, wie soll das nächstes Jahr aussehen, wie lief dieses Jahr, was ist geplant für nächstes Jahr. Und ich finde, das war total schön, dass man mal so ein bisschen so hinter die Kulissen gucken konnte. Und auch das irgendwie mitmachen kann, also dass man so diese natürliche Progression zu Mentoren irgendwie so gut mitmachen kann. Ja. Ich finde, das war sehr gut, dass das gab. Ja, aber das ist ja generell auch der Hinweis, so dass man als ehemaliger Teilnehmer, ehemalige Teilnehmerin sehr gut einfach Mentorin oder Mentor werden kann. Und dass man dann ja immer noch auf die Events fahren kann, mit den gleichen Leuten seine Zeit verbringen kann und an Projekten Projekte unterstützen kann, aber man ist halt jetzt nicht mal Teilnehmender, sondern Mentor oder Mentorin. Genau, also ich kann noch mal kurz erklären, das nennen wir halt Netzwerktreffen und im Netzwerk ist sozusagen in unserer internen Orgasprache so ein bisschen diese ganzen Städte-Orgas oder so, ne? Vorher war es halt Berlin und diverse Städte und jetzt sind noch die Labs dazugekommen. Und ich glaube, das war auch das erste Mal, dass sozusagen wirklich alle, die dann irgendwo jungen Kack machen, ist einfach nochmal durch diese Labs nochmal deutlich mehr Leute sozusagen geworden, die dahinter stecken, sich an 3 Tagen zusammentreffen. Und dann haben wir dieses Jahr gesagt, weil es auch so in viele Sachen reingreift, ne? Also wir haben ja erlebt, diese Community Talks, die ist ja auch eine Sache gewesen, ist eine Idee gewesen, was kann man sozusagen digital machen in der Pandemie. Da haben dann mehr Leute Rollen übernommen, Liv, du hast ja auch schon diverse Male moderiert. Und das ist, glaube ich, einfach für uns so der nächste Schritt, dass man dann auch alle, die da irgendwie Bock drauf haben, auch einbinden kann. Also niemand muss irgendwie alles machen, aber dieses, dass es weniger so top-down wird, nach dem Motto, wir haben euch hier was vorbereitet und deal with it, sondern das ist tatsächlich gerade unser großer Wunsch, da mehr Möglichkeiten zu schaffen. Und eigentlich will ich das mit dem Jugendbeirat an dieser Stelle gleich einbinden. Also ein Wunsch, der uns lange schon umtreibt und der nächstes Jahr auch wirklich passieren soll, dass wir so eine Art Jugendbeirat haben, wo es dann auch irgendwie ein richtiges Gremium gibt, also eine Gruppe von jungen Leuten, die den Bock haben, auch mitzugestalten, wohin sich Jugendhack bewegt, welche Themen sind, auf die wir gehen. Dieses Format, weiß ich nicht, wir drehen ja immer so ein bisschen daran, alles ist eigentlich ein Vorschlag, das kann sich ja auch verändern, ne? Kann man ja auch irgendwie sagen, vielleicht ist ja irgendwie die eine Sache, die man immer gemacht hat, gar nicht mehr die beste, die Leute entwickeln sich weiter, die Technik entwickelt sich weiter und manchmal, glaube ich, wenn man so, ich sehe die Jugendhack für mich, das ist so eine Büroarbeit, also es ist auch total, also mein Herzensprojekt, aber es ist halt auch irgendwie mein Job und da kommt man manchmal dazu, dass man denkt, ja, Copy and Paste vom letzten Jahr, wir machen das jetzt einfach wieder so. Und diese Chance, irgendwie daneben zu stehen und zu sagen, ja, es könnte doch auch so gehen, das klappt nicht immer. Und ich glaube, das ist eine tolle Sache, da denn eine größere Agency auch weiteren Leuten zu geben. Habt ihr damit Erfahrung mit solchen Gremien oder wie seht ihr das? Also Erfahrung habe ich nicht. Ich weiß, dass wir bei Node Forum das auch schon länger anstreben, sowohl einmal für das gesamte Node-Forum in den Beirat, aber auch eigentlich so ein langfristiges Ziel für digitale Welten, einen Jugendbeirat aufzumachen. Aber Erfahrung haben wir da auch noch nicht. Also ich habe keine Erfahrung so im Bereich Informatik. Ich war mal irgendwie im Bundesland im Landesschülerinnenrat
Und das war ja so eine ganz ähnliche Idee. Also ehrlich gesagt hatten wir ja auch weniger Macht, als man so denkt, und waren auch eher ein beratendes Gremium. Aber ich fand das doch eigentlich total gut. Also vor allem, wenn man sich einfach mal mit den Sachen auseinandersetzt, wo man sonst ja immer nur so denkt, die sind halt so. Ich verstehe das total, was du meinst, so für dich ist es ein Job. Aber ich glaube so, wenn man mit so ein bisschen Abstand drauf guckt, was ja oft so dann neue TeilnehmerInnen sind, ich glaube, da kann man wirklich neue, gute Ideen reinbringen. Und ich glaube, die kommen dann ja auch immer so zwischendurch mal auf. Also ich weiß immer noch auf Events, ich und Yannick saßen die zusammen und meinen so, eigentlich wäre es schön, wenn wir mehr mit Kunst machen würden oder sowas. Und das war dann ja bei München, war dann ja auch ein großes Thema Kunst. Also ich glaube, dass es eine total gute Möglichkeit sein kann, für so viele Leute sich da zu engagieren. Und es gibt ja trotzdem andere Wege, auch noch sich bei Jugendhack zu engagieren. Also man kann jetzt beispielsweise wie ich so einen Community-Talk moderieren, und da muss man ehrlich gesagt auch gar nichts können. Ich war höllisch aufgeregt da vorher. Ich habe Leaptrack interviewt und dachte irgendwie, ich muss umkippen, weil ich so aufgeregt war. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist ja auch total, total toll, dass das so viele machen können. Oder zum Beispiel gibt es auch Jonas, das ist auch ein Teilnehmer aus unserer Community. Der hat in seinem Jugendmagazin, das heißt Around Rosenheim, hat der über das Münchner Event geschrieben. Genau, das kann man auch online einfach nochmal googeln. Das ist genau die URL. Da hat er ein bisschen beschrieben, wie das Münchner Jugendhack-Event war. Und sowas ist natürlich auch eine total gute Möglichkeit, wenn man denkt, ich möchte den Jugendhack ein bisschen berühmter machen. Vielleicht gibt es ja sowas wie eine Schulzeitung oder lokale Medien. Genau, ich finde, das sind auch total schöne Wege, sich da irgendwie zu engagieren, wenn man vielleicht nicht denkt, ich will mich sofort in so einen Call setzen. Genau. Und was natürlich auch geht, ist, dass man irgendwie als Bufti in der OKFN oder so mitarbeitet an Jugendhack selber im Orga-Team oder ganz was so machen wie ich, einfach den lokalen Verein anschreiben, ob man da mal mitarbeiten kann, und dann irgendwie einen Monat später da arbeiten. Das funktioniert. Gut, dass du das nochmal sagst mit den Duftis. Genau, also wir sind da eine Stelle für den Bundesfreiwilligendienst, und Benjamin ist unser aktueller Bufti, der uns, ja, mit dem wir viel Freude haben im Team, und auch der wird ja dann zum, also August, September ist da, glaube ich, immer der Wechsel, ne? Werden auch schon wieder aufhören, so schnell vergeht die Zeit. Und na klar, das ist ein super Tipp, dass du das noch sagst. Das ist eine super Möglichkeit, da auch reinzugucken. Und gerade, also in Berlin haben wir auch immer mal wieder irgendwelche studentischen Stellen für irgendwelche Sachen, aber wie alles hängt das so von Finanzierung und Weiterentwicklung natürlich ab. Aber prinzipiell geile Sachen. Ich wollte euch fragen. Und man kann natürlich nach Jugendhack auch in irgendwie eigene Gruppen gründen oder in solche Gruppen gehen. Es gibt ja irgendwie Chaos.jetzt, was so ein bisschen so eine Organisation ist oder Zerforschung, was auch jetzt dieses Jahr ja sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat und auch so zumindest zu Teilen aus Jugendhack hervorgegangen ist. Ich glaube, das Beste ist immer, wenn man irgendwo arbeitet oder irgendwas organisiert, was denn eigentlich als Ziel am Ende nur hat, dass es nicht mehr nötig wird. Ne? Also Jugendhack ist ja so eine Sache, die arbeitet ja nicht darauf hin, dass irgendwie die ganze Welt irgendwann Jugendhack ist, sondern dass es irgendwie so viele Leute gibt, die, weiß ich nicht, das Gefühl haben, sie können irgendwie ihre Welt und natürlich auch ihre technische Umgebung selbst gestalten, tun das aber auch mit einem gesellschaftlichen Blick, nicht egoistisch, sondern sozusagen, dass es besser wird, und das greifen wir auch immer wieder auf bei uns, und ich glaube, das ist das Wichtigste, ne? Und da kann ich auch gleich, fällt mir ein, gleich noch mehr Sachen zu den Sachen sagen, die wir jetzt eigentlich alles für nächstes Jahr vorhaben. Ich würde kurz fragen, wir haben schon mal eine Frage hier, da wären sogar zwei Fragen, sollen wir die jetzt rannehmen oder am Ende? Ja, jemand schreibt mir hier. Okay, ja, mein Bart ist an meinem Mikro, sorry für die Info. Ich habe meine Funkkopfhörer leider bei meinen Eltern vergessen. Nee, lass mal hier eine Frage machen. Warte, ich versuche sie mal eben einzublenden. Und dann, tada. Sorry, Yannick, das hängt Spaß gleich wieder aus deinem Gesicht raus. Wie kann Jugendhack die Schule auf dem langen Weg zur Digitalisierung besser begleiten? Gibt es Anknüpfungspunkte, um den Schulalltag zu verbessern mit Projekten, die ihr entwickelt? Ja und nein. Also ich sag mal das, was mir dazu gerade
einfällt, die Jugendlichen, die Projekte entwickeln, wollen ja, der Auftrag ist ja mit Code die Welt verbessern. Welt heißt ja nicht immer die ganze Erde, sondern auch manchmal so ein bisschen die eigene Welt. Und sehr viele Sachen gehen einfach auch im Bereich Schule. Das heißt, es wurden Projekte entwickelt, weiß nicht, immer wenn Vertretungsstunde ist, dann fahren wir alle zur Schule und sehen dann da den Ausdruck, dass es ausfällt. Warum hat das nicht vorher geklappt? Da haben Jugendliche ein Tool dafür entwickelt. Und so andere Geschichten, um die Arbeit in der Klasse zu verbessern oder jetzt gerade in der Pandemie Videokonferenzen zu beeinflussen. Also das passiert schon, aber das sind natürlich Prototypen, die oft auch einfach dann in dem Status bleiben. Wir haben natürlich dann es gab noch sehr viele coole Projekte dieses Jahr, weil halt online sehr viel in die Richtung bei uns gearbeitet wurde. Dann haben Leute ganze virtuelle Klassenräume und Schulen gebaut, in denen man dann halt so wie das Event stattgefunden hatte, auch Unterricht hätte machen können. Und ich glaube, das ist eigentlich, wäre das sehr cool gewesen. Es ist natürlich immer schwer, es in eine Schule einzuführen, aber das war sehr weit und hätte eigentlich schon eingesetzt werden können. Ja, ich glaube, eine wichtige Sache dabei ist ja immer, es sind ja immer die Teilnehmenden, die selber die Projekte bestimmen. Und die Idee ist ja nicht, wie bei so typischen Industrie-Hackathons, so, es gibt eine Aufgabe und jetzt macht mal alle, sondern es ist ja programmiert so, dass es euch Spaß macht. Und ich glaube, deshalb ist es ein bisschen schwierig zu sagen, das kann die Schulen unterstützen, weil das ist gar nicht die Aufgabe von diesem Tag, glaube ich. Also es ist natürlich schön, wenn was dabei rauskommt, das irgendwie in die Richtung gehen kann. Aber ich glaube, das ist nicht der Sinn vielleicht, also oder nicht der Sinn, klingt blöd, aber nicht die primäre Intention dahinter. Und ich glaube, Jugendhack kann insofern helfen, als dass sozusagen SchülerInnen dort mitmachen und dann irgendwie angeregt werden, um bestimmte Themen nachzudenken und die dann wieder in die Schule zurücktragen. Und das war zum Beispiel bei mir auch so. Also ich habe beim letzten Kongress habe ich einen Talk über die DSGVO gehalten, wie das bei mir in der Schule war. Und da wäre ich ehrlich gesagt ohne Jugendhack auch nicht so wirklich drauf gekommen. Also ich glaube, es ist eher, dass Jugendhack sozusagen so ein Austauschpunkt ist. Aber ich glaube, dass Jugendhack nicht für Schulen so die direkt beeinflussen kann. Da gibt es dann ja wirklich eher so Programme wie Chaos macht Schule, die dann ja wirklich mit Schulen zusammenarbeiten können. Aber ich glaube, Jugendhack-Funktion ist eher SchülerInnen, nenn es mal, auszubilden sozusagen und dann wieder zurückzuschicken. Und ich finde, das ist eigentlich auch ganz schön, weil das ist nicht so ein Top-Down, die Schule erklärt jetzt mal, sondern es ist irgendwie SchülerInnen gehen auf ihre Lehrer zu, LehrerInnen zu und sagen, ich habe hier was gelernt oder ich habe hier ein Programm geschrieben oder ich weiß jetzt, wie wir das hier mit der Datenverarbeitung besser machen können. Und ich glaube, dass es so ein sehr viel organischer Prozess irgendwie sein kann. Ich glaube, so aus der Perspektive kann es das verbessern. Also wir bekommen auf jeden Fall auch immer wieder so Anfragen. Ach, das ist ja total toll, könnt ihr das mal bei uns in der Schule machen? Und dann verweisen wir natürlich, wie du schon gesagt hast, auf Chaos macht Schule und andere, weil das ist halt so mit der Bildungsarbeit, da gibt es halt die schulische und die außerschulische und wir sind dann sozusagen auf der Seite der außerschulischen Bildungsarbeit und Jugendhack jedenfalls, die Events und dann natürlich auch die Labs, sind ja auch ganz bewusst irgendwie so ein Raum, wo man nicht mit Lehrerinnen und Lehrern da ist. Ne? Also wir werfen ja sozusagen auch die Eltern raus und auch wenn da irgendwelche, kommen ja auch viele Erwachsene, die das unterstützen wollen, die sind ja vielleicht auch, arbeiten ja vielleicht auch in der Schule, aber es ist ja vielleicht auch mal ganz schön, wenn man schon Montag bis Freitag in der Schule ist, dann an dem Wochenende nicht diese Situation zu haben und wir hoffen auch sehr, das hattet ihr eben erzählt, mit den ganzen Sachen, wie die MentorInnen arbeiten, dass es sich nicht so anfühlt, als wäre man in so einer Schulsituation und da hat man irgendwie so eine Art Lehrkraft, die sagt, hier macht das mal so, sondern es ist auch so ein bisschen unser Versuch zu zeigen, wie auch so ein Lernen miteinander auch vielleicht anders noch funktionieren kann. Aber klar, das Schlaue ist natürlich, genau wie du sagst, die tollen Ideen entwickeln, den Frust irgendwie vielleicht auch verarbeiten und das dann wieder in die Schule reintragen. Genau. Aber wir sind ja auch immer zu irgendwelchen Ideen offen. Das heißt, man kann natürlich auch mal irgendwas veranstalten, was dann ganz klar ist, wie kann dann sozusagen aus dem Bereich was verbessert werden, was Konkretes, was in der Schule dann auch benutzt werden kann. Also wenn bei Jugendhack was rauskommt, das dann weiterentwickelt wird und produktiv auch genutzt wird, ist ja auch überhaupt nicht schlimm, sondern ist sogar auch schön. Das ist zwar nicht die Zielsetzung, aber wenn es passiert, why not? Ne? Ja, das stimmt. Wollen wir gleich noch die andere Frage beantworten oder wollen wir sonst
so weitergehen. Ich würde sagen, wir machen eben die zweite Frage und dann reden wir noch ein bisschen über das, was demnächst bei Jugendhakt kommt. Dann ist die Frage, ist Jugendhakt eigentlich ein Jugendverband oder soll das mal einer werden? Ich muss dazu sagen, ich musste gerade kurz nachgucken, was die offizielle Definition eines Jugendverbandes ist. Es ist keiner. Es ist, wie gesagt, ein Projekt, was gemeinschaftlich von zwei Vereinen getragen wird und dann mit vielen anderen Vereinen und Organisationen vor Ort umgesetzt wird. Von denen sind auch einige sozusagen Jugendträger der Jugendhilfe und solche Geschichten. Also da gibt es schon auch mal Verknüpfung mit so dieser klassischen Jugendarbeit. Ich kann mir gut vorstellen, wir machen jetzt mal dieses mit dem Jugendbeirat und dann schauen wir auch mal, wie sich das entwickelt. Ne? Also das ist ja vielleicht der erste Schritt, einen Beirat zu haben. Und der kann ja auch irgendwie beschließen, irgendwie eigentlich müsste es Jugendhakt die Organisation geben und Jugendhakt den Jugendverband oder wie auch immer. Ich kann es nicht genau sagen. Ich finde die Idee aber gar nicht so uninteressant. Also ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, ne? Das ist halt so Pfadfinder und die ganzen Jugendorganisationen der Parteien und sowas. Also das, die Ebene. Es klingt so ein bisschen auch nach deutschem Vereinskram, aber in dem hängen wir ja sowieso drin. Also wer weiß, wie Jugendhakt in 5 oder 10 Jahren aussieht. Vielleicht ist es dann ja auch eher genau sowas. Aber wir werden auf jeden Fall irgendwie unabhängig bleiben. Das ist keine kommerzielle Sache, so oder so. Ja, da habe ich auch ein bisschen, also es ist leider noch mal ein bisschen rüstelig, es tut mir leid, dass ich immer noch mal rede. Aber wenn wir die Anfänge von Jugendhakt und warum das überhaupt alles entstanden ist, habe ich auch mich ein bisschen informiert und ein bisschen gelernt dieses Jahr, weil worüber du ja gerade danach noch mit Sandra redest, über das Filmprojekt, da Maria und Daniel interviewt, die ja Jugendhakt sich ausgedacht haben und das erste organisiert haben. Und das fand ich total spannend. Ich habe mich vorher dann mal ein bisschen durch die Archive gewühlt, so was überhaupt so die erste Intention dahinter war und wie das entstanden ist. Und das fand ich super spannend. Und ich glaube, da redest du ja vielleicht dann auch noch gleich ein bisschen, oder du hast natürlich gar nicht so viel vorweggreifen. Aber ich fand, das ist total, total spannend. Das ist ja von, glaube ich, einer britischen Jugendorganisation oder sowas. Dann entstanden ist die das. Und dann wurde das ein bisschen so nach Deutschland geportet. Und das sind ganz viele Sachen, die wir jetzt hier so merken, dass die da ja alle schon hatten. Also wir merken ja zum Beispiel, dass Jugendhakt ein total guter Raum für queere Jugendliche ist und dass es irgendwie dafür eine sehr gute Atmosphäre ist. Und die gleiche Erfahrung hatten die irgendwie schon 10, 15 Jahre vorher. Das finde ich total, total spannend und total schön irgendwie. Also mich hat das total interessiert, mal zu sehen, wo Jugendhakt herkommt und so dieses Ganze so unabhängig sein und dass es für Jugendliche ist und nie so in Richtung Industrie gehen soll. Und diese ganze Grundidee dahinter, genau, da redest du ja bestimmt gleich noch drüber. Ja, das ist die perfekte sozusagen Werbung gleich für in einer Viertelstunde, wow, wie die Zeit vergeht. Das ist nämlich, glaube ich, genau auch der Einstieg in das Gespräch, was ich dann gleich mit Sandra haben werde. Also wenn ihr möchtet, bleibt dran oder wenn ihr nicht live dabei seid, schaut euch dann auch die andere Aufzeichnung an. Aber ich glaube, was du gerade gesagt hattest, da würde ich gerne noch mal darauf hinweisen, dass wir eine wichtige Sache haben, unseren Code of Conduct und den wir auch dieses Jahr überarbeitet haben. Das ist der Kurzlink. Code of Conduct, das heißt so Verhaltenskodex, Verhaltensregeln, das ist ja so ein bisschen, ne, wie geht man miteinander um? Das kann man ja manchmal so im Nerd-Kontext ultra kurz zusammenfassen mit Be Excellent to Each Other. Das ist aber natürlich auch irgendwie zu kurz, weil es nicht beinhaltet sozusagen, was denn eigentlich passiert, wenn jemand nicht exzellent ist und exzellent nicht im Sinne von besonders gut sein, sondern ein guter Mensch zu sein. Und wir haben dann tatsächlich dieses Jahr dann auch den Prozess gehabt, diesen Code of Conduct zu überarbeiten, weil der von Herzen kam, aber auch lange nicht angefasst wurde. Und dann haben wir dann genau, wie wir das eben schon erzählt haben, mit verschiedensten Leuten in diesem Jugendhakt-Netzwerk daran gearbeitet, was wollen wir denn eigentlich, wofür soll Jugendhakt stehen? Das können alle erwarten, die zu uns kommen. Aber was erwarten wir, also alle gegenseitig voneinander auch? Ne? Also natürlich, dass man sich ordentlich benimmt, aber auch, dass man sozusagen respektvoll miteinander umgeht. Jetzt habe ich ganz vergessen, wer eigentlich dabei war. Liv, warst du eigentlich noch dabei bei diesem Prozess? Ja, ne? Ja, ich war auch mit dabei. Ich fand, es war gut, dass auch nicht Orga
Menschen da mitmachen durften. Das hat es irgendwie sehr angenehm gemacht. Und ich finde, das war auch wieder ein guter Weg, sich irgendwie einzubringen. Und das fand ich total spannend, wie wir da auch gearbeitet haben, auf welche Sachen wir geachtet haben und wie wir dann auch selber nochmal so kritisch durch die Website gegangen sind und gesagt haben, sagen irgendwie die ganze Zeit besonders irgendwie Frauen und nicht-binäre Jugendliche sind eingeladen und dann war es doch nicht, wie auf die Fotos repräsentiert oder so. Also ich finde, das war total der spannende Prozess. War auch sehr cool. Ja, ich meine, das ist auch mal. Nee, ich wollte noch einen abschließenden Satz noch sagen. Das ist ja auch immer ein bisschen Wunschvorstellung, ne? Man hat diesen Code of Conduct und sagt, so wäre es schön, wenn es so wäre. Und dann hofft man, dass es halt so wird. Also es ist so, man muss es erstmal behaupten. Aber ich glaube, wir sagen das ja auch immer am Anfang jedes Events und auch auf den Labs dazu, dass es halt auch wirklich wichtig ist. Das ist nicht nur so ferner liefen im Sinne von wie, ach so, du wusstest es gar nicht, sondern wir wollen auch schon das ganz bewusst so ein bisschen vor uns hertragen, dass es halt nicht irgendwie sich hoffentlich nie passiert, dass dann irgendwie eine Situation ist, jemand kommt und ist eigentlich begeistert und wird dann so abgeschreckt und sagt irgendwie, das sind ja irgendwie alles unangenehme Menschen oder so, sondern dass sich wirklich alle willkommen fühlen und das nicht nur so als Lippenbekenntnis, sondern auch wirklich als Auftrag an sich selber, an alle, die da mitmachen, daran auch zu arbeiten. Aber du wolltest gerade irgendwohin überleiten, glaube ich. Ich dachte, es wäre schön, wenn wir noch ein bisschen über nächstes Jahr reden können, weil nächstes Jahr wirklich viele aufregende Sachen passieren. Alex, willst du einfach mal kurz so einen kleinen Rundown, was nächstes Jahr alles passiert? Ja, kann ich machen. Also das Erste und sozusagen das Offensichtlichste ist natürlich, dass es Events geben wird und hoffentlich natürlich alle in Präsenz. Das wird man sehen, wie sich das entwickelt wird, aber da gab es auch beim Netzwerktreffen schon sehr viele Leute, die angekündigt haben, dass sie eins organisieren werden und auch schon konkrete Pläne dazu haben. Dann wird es neue Labs geben und natürlich werden die bisherigen weiter bestehen und weiter Workshops veranstalten. Dann wird es ein Sommercamp geben. Dazu gibt es auch hier auf dem RC3 noch einen Talk von Daniel Dumfeld-Berg. Und zwar gibt es den heute um 19 Uhr auch hier beim X-Sign. Und zwar ist die Idee in Fürstenberg vom so voraussichtlich vom 25.06. bis zum 2.07. ein Camp zu machen, wo dann so aus ganz Deutschland oder aus dem ganzen deutschsprachigen Gebiet Leute anreisen können und gemeinsam an irgendwelchen Sachen arbeiten können, gemeinsam löten können und einfach eine gute Zeit verbringen können. Genau, vielleicht ein bisschen Nostalgie zum Retro-Camp vor, wann war das jetzt? War schon zweieinhalb Jahre, oder? 2019? Ja. So ein bisschen das, nur ein kleiner und für jeden Takt. Ich glaube, das wäre sehr schön. Und ich glaube, wir brauchen alle mal wieder so ein bisschen die Stimmung und die Atmosphäre. Und ich glaube, das wäre sehr schön. Das gab es ja so auch noch nie. Genau, ich bin gespannt, wie das aussehen würde. Und es gibt noch einen Downer nächstes Jahr, und zwar, dass Mechtelt aus dem Berliner Orga-Team leider geht. Ja, das ist schade, das stimmt. Aber was sage ich denn jetzt dazu? Ein bisschen, Leute kommen, Leute gehen, das Projekt geht weiter. Wir vermissen alle, die denn nicht dabei sind, aber ich denke, man sieht sich auch immer öfter im Leben. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, weil ich schauen wollte, was wir denn eigentlich auf diesem Netzwerktreffen gesagt haben. Also das letzte Event dieses Jahr Dresden, das hat ja nur ganz so als Online-Kurzevent stattgefunden, das soll nächstes Jahr passieren. Vieles hängt auch immer an Fördergeschichten, ne, und so weiter. Ich habe dann gesagt, dass wir auf jeden Fall, aber nagelt uns nicht drauf fest, Frankfurt, Halle, Hamburg, Köln, München, Mannheim, Österreich, also Linz und Berlin wollen diese Städte-Events machen. Berlin wird doch noch nicht. Ja, okay, gut. Ja, aber wir wünschen uns das. Also ja. Ich will damit sagen, wir gucken jetzt erstmal, wie das mit Omikron verläuft und all das und dann. Vielleicht ist es so wieder wie Anfang letztes Jahres, wir machen eine Planung und lassen sie dann im letzten Moment veröffentlichen wir sie doch nicht, weil es nicht geht. Aber genau, und wenn sich jetzt noch Leute fragen, wann geht das mit den Labs weiter, wir wollen irgendwie jetzt hoffentlich im Januar dann auch bei uns auf der Webseite die neue Ausschreibung haben. Aber das ist also, das verpasst man schon nicht. Also wer jetzt Interesse daran hat, der kann sich dann da bewerben. Das heißt aber auch nur eine ganz kurze Info uns zu schicken. Genau, und das mit dem Jugendbeirat hatten wir auch schon erwähnt, ne? Also auch das
haben wir sozusagen jetzt schon mal in die Wege geschoben. Jetzt sind gerade außer mir und ich glaube Robert ist da, Robert, alle, die in Berlin im Team arbeiten, im Urlaub. Und dann werden wir es auch alles Anfang Januar jetzt so nach und nach vorbereiten und dann in den Wintermonaten starten, dass man sich da beteiligen kann. Sorry, wenn ich gerade so abgelenkt bin, weil ich kriege noch auf anderen Kommunikationskanälen die Frage geschrieben, wo man Fragen stellen kann. Das ist so eine X-Sign, so eine Kongresssache, die ich jetzt nicht beeinflussen kann. Ich blende es aber nochmal ein. Man kann halt auf Twitter oder Mastodon Fragen stellen oder halt in diesem IRC, in dem man, glaube ich, auch nur reinkommt, wenn man ein Ticket hat. Ja, dazu kann ich jetzt nicht so direkt was sagen. Sorry. So ist es. Okay, ich habe hier noch eine Frage, die über YouTube reingekommen ist, denn weil es Internet ist, habe ich es einfach auch noch auf YouTube gestreamt. Why not? Und die Frage ist, meine Tochter möchte gern wissen, ob man an Remote-Veranstaltungen aus dem Ausland remote teilnehmen kann. Ja, also wo man sitzt, ist egal. Wenn man Internet hat, kann man mitmachen. Wenn man auf der anderen Seite der Welt sitzt, könnte das natürlich schwierig werden mit der Zeitverschiebung, aber wir haben da kein Geoblocking. Also wer mitmachen will, darf mitmachen. Das ist total. Aber es gibt ja sogar gute Erfahrungen mit aus anderen Zeitzonen. Also ich habe letztes Jahr bei LinkedIn gemacht und das war so ein Kombi-Event, wo ganz viele Leute aus ganz vielen Ländern da waren. Und ich weiß, da haben auch Leute aus Indien mitgemacht. Und und auch noch Leute aus den Niederlanden, was jetzt nicht so die super Zeitverschiebung ist. Aber ich weiß, da war das ganz intentional und das hat auch funktioniert. Es haben sehr viele Leute gegähnt, aber gute Projekte sind trotzdem rausgekommen. Also Video aber gute Projekte. Ja, du sagst es, wir machen ja eigentlich auch immer noch wieder Austausche. Das ist natürlich auch gerade so durch die Welt fliegen und Leute aus anderen Ländern treffen, ist natürlich das absolute nicht mögliche Ding gerade. Also da gab es halt nur diesen einen Online-Termin. Mal schauen, wie es damit weitergeht. Aber ich kann mal vermuten, da wir ja nicht alleine sind auf der Welt und auch Corona die gesamte Welt noch länger beschäftigen wird, würde ich mich dafür 2022 noch nicht zu äußern wollen, ob man da irgendwo in andere Länder fliegt. So richtig. Vielleicht ist es ja auch der Zeitpunkt, wo das mit dem Fliegen dann eh mal vorbei ist. Die Ironie ist ja, dass wir sehr viele Austausche gemacht haben unter dem Ziel, wie kann der Jugendaustausch der Zukunft stattfinden? Und vielleicht sind wir jetzt einfach in dieser Zukunft, wo mit Alpaca World und Calls und allerlei tollen Tools man das international macht. Auch wenn es schöner wäre, zu begegnen. Sonst so eine kleine Jugendtag-Weltumrundung mit einem Segelboot oder so, das hättest du auch aufmachen, ne? Ja. Ich höre noch gerade für die Antwort, danke aus Japan. Also, toi, toi, toi. Ich kriege das gerade im Kopf nicht gerechnet. Da ist es ja später als bei uns. Da muss man in der Nacht teilnehmen. Ich glaube, ja. Aber also von uns aus ist das möglich. Also. Gut, haben wir eigentlich alles gesagt, was wir für nächstes Jahr sagen wollten? Ich glaube schon. Weil ich meine, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir so rumgelabert haben, aber das ist ja auch in Ordnung. Und dass wir aber auch gleich zum Schluss kommen müssen, damit wir nicht in den nächsten Talk reinlaufen. Also die wichtige Info ist, glaube ich, wir haben ganz viel vor. Noch nichts davon können wir definitiv sagen, außer dass es was sein wird. Und was es ist, das findet man denn, findet man auf jugendhack.org, wo man auch, ach warte, ich habe doch hier so eine geile Einblendung, natürlich über alle sozialen Medien, die gut und schlecht sind, uns folgen kann. Und das würde uns freuen, wenn ihr das tut und da erfahrt ihr dann auch. Und wir sind eigentlich auch immer ansprechbar per E-Mail, per dies, das, wenn wir sozusagen, wer jetzt nicht mehr zum Zuge kommt, kann einfach denn uns nachträglich was schreiben. Also ich sage mal Danke an euch, irgendwie auch wenn ich gar nicht so ganz der Host hier bin, aber ich finde es schön, dass wir es geschafft haben, so verschiedene Menschen einfach hier mal zusammenzubringen, um ein bisschen über Jugendhack zu reden. Und ich freue mich und ich hoffe, dass dieser Kreis einfach im nächsten Jahr noch weiter wächst. Ja, vielen Dank, es war sehr schön. Ich finde es mal so schön, dass wir das hier an Revue passieren zu lassen. Und ja, doch irgendwie
viel dieses Jahr zusammen zustande gekommen. Und ich freue mich auch danach. Ja, hat mich auch gefreut. Und ich glaube, es ist bestimmt cool, wenn noch ein paar mehr Leute, die noch aktiv teilnehmen, auch hier dabei wären. Das ist aber nochmal eine ganz andere Perspektive. Genau, herzliche Einladung. Wir werden auch im Januar und so weiterhin wieder irgendwelche Community-Talks machen. Da kann man mich auch immer einfach ansprechen und Rollen übernehmen. Finde ich super. Gut, dann machen wir einfach an der Stelle Schluss. In wenigen Minuten geht es bereits weiter. Man muss mich dann noch eine Stunde ertragen mit Sandra. Und wir prämieren ganz exklusiv die ersten Filmausschnitte von unserem Jugendhackfilm. Da wird man auch Liv wiedersehen. Janik, ich weiß nicht, ob man dich irgendwo sieht. Vielleicht gehst du durch im Hintergrund oder Vordergrund. Genau, also bleibt einfach, wenn ihr live guckt, gleich dran und dann geht's hier gleich weiter. Ciao. Tschüss. Ciao.